Moment. Aber wie viel Kohle hier ist. Oh, wie viel Creeper hier ist! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Craft Attack zusammen mit dem Klim. Hallo! Da ist Lisa. Ah, ein Zombie, hallo, toll, dass du da bist. Ist bei dir drin, ne? Ja, den sehe ich nicht. Komisch, so auf die Entfernung sehe ich dich zwar, aber nicht die Monster, die bei dir sind. Ja, du hast einfach keinen Bock, das Elend zu sehen. Ja, das kommt auch noch dazu. Das Elend. Jetzt nett. Im Kino. Oh, ein Skelett. So, hier oben hat man dann so einen kleinen Lichtschlitz. So nennen die Japaner mal ihre Augen. Oh, yo. Ein Lichtschlitz. Ein Lichtschlitz. Die haben auch einen Lichtschlitzarzt. Wie behindert. Nein, Ahmed! Das heißt, bei der HNO-Hals heißt bei denen dann HNL. Ja, ganz genau so ist es. Behindert, ey. Ne, warte mal, O steht gar nicht für Augen. Voll dumm. HNL. Egal, die Leute wissen, was gemeint ist. Ja, war auf jeden Fall lustig. Lacht weiter. Lass dich nicht davon betrüben, dass es eigentlich überhaupt nicht stimmt. So, ich farm jetzt mal ein bisschen Holz beim Benny. Oh, jetzt habe ich meine Axt natürlich weggeschmissen. Das weiß ich nicht. Nein! Mehr. Was ist los? Oh, alter Schwede. Was denn? Wie gut, dass ich Feather Falling auf meinen Schuhen habe. Alter. Ich will auch. Boah, weißt du, was richtig schlimm ist? Ich zocke jetzt Zeit hier noch Captive Minecraft, das ist so eine Survival Map, ne? Und da ist ganz oben ist da so ein Ghast. Und der ist aber unsichtbar, bis man sich ihm auf bestimmte Blöcke genähert hat. Und heute habe ich eine Folge aufgenommen. Und ich war da und ich habe mich so erschrocken, Alter. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich schwöre es dir. Und das, genau das war der Grund, warum ich niemals Horrorspiele spielen werde. Weil schon bei Minecraft scheiße ich mir so sehr in die Hosen. Ach, früher hatte ich richtig Schiss bei so Horrorspielen. Hier 4 zum Beispiel, da war eigentlich mein erstes Horrorspiel. Na, aber irgendwie bin ich mittlerweile abgestumpft. So klar, erschreckt man sich ab und zu, aber ich habe keine Angst mehr, so da zu zocken. So wie früher, so da konntest du dann 2 Stunden spielen, dann musstest du erstmal Pause machen, weil du sonst gar nicht klar kamst. Das hab ich nicht glaub, mehr. Ich spiele 5 Minuten und mach dann erstmal 3 Stunden Pause, weil ich gar nicht mehr auf mein Leben klarkomme. Irgendwie sowas. Nö, er schreibt einfach nö. Doch. Ja, dann weiß man, wo man dran ist, ne? Oh, ein Apfel. Dreimal. So, wie mache ich denn jetzt mein Dach? Das ist jetzt die große Frage. Soll ich das jetzt auch aus Helmholz machen, oder? Ich habe eine sehr wichtige Frage an dich. Ja, bitte. Möchtest du mit mir ein Baumhaus bauen? Ja, natürlich. Ja, geil! Ich will auf jeden Fall ein Baumhaus bauen. Baumhaus. Ich habe früher eins gemacht, das war, keine Ahnung wie groß, das war locker irgendwie 60 bis 80 Blöcke hoch oder so. Richtig, richtig schön fitter, kranker Baum. Ja, dann würde ich sagen, helfe ich dir jetzt ein bisschen mit deinem Haus und in der nächsten Woche können wir vielleicht schon mal anfangen. Vielleicht? Ja. Könnte ich mal machen. So, am besten in der Mitte von uns beiden irgendwo, oder wir suchen uns einen anderen Platz für ein Baumhaus. Ich wüsste jetzt gerade so spontan nicht. Ah ja, ich hab ein paar. Ja? Ja, ja. Gut. Ja, müssen wir uns noch entscheiden. Da fehlt noch eine Linie. Oh mein Gott. Warum baue ich jetzt die Leaves mit meiner Silk Touch Spitzhacke ab? Ach stimmt, siehst du, Leaves fehlen mir auch noch hier drin. Ja, ich brauche ja meinen halben Urwald. Jetzt ist die Frage, wie baue ich jetzt das Dach? Au. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache mir Holztreppen. Ja. Ich glaube, das passt dir eigentlich. Obwohl, soll ich jetzt schon ein Dach draufhauen? Ich weiß nicht. Weil, also, ein Dach kann man immer wieder wegreißen. Okay, ist Minecraft, da kannst du generell alles immer wegreißen, ne? Aber. Ja, ist gerade so eine Sache. Keine Ahnung. Oh, ja. Ich mach einfach erstmal ein Dach. Weil ich wollte nicht unbedingt so in der Höhe bauen, sondern noch ein bisschen in der Breite. Okay. So mit so einem kleinen Steg und so Sachen und Stützpfeiler und hast du nicht gesehen. Ja, ich weiß, was du meinst.
Wo könnte man denn hier... Ich guck mal, wo man hier vielleicht in der Nähe sogar ein Baumhaus bauen könnte. Ja. Ja, in die Mitte von uns beiden, da ist ja Klängern. Hier ist wenig Platz nach oben. Muss ja auch ein bisschen Luft nach oben sein, meine Freunde. In die Richtung ist eigentlich das Feld, da passt es eher nicht so hin. Ja, wo bist denn du gerade? Ja, der Debitür. Ja, ich bin in meinem Haus gerade. Ach so. Iba, Alter. Bah. Ihr Hurensohn. Ich schreib ganz nett Hi. Ja, lustig, dass du ihn Hurensohn nennst, ne? Ja, deswegen, ja. Man könnte das eventuell irgendwo oben bauen. Iba, der Hurensohn. Hi. Sehr gut. Da können wir das hinbauen, aber da stören die schwebenden Felsen. Die müssen wir dann noch weghauen komplett. War ey, was baue ich hier für ein Krüppelhaus, ey? Da oben, ich suche schon mal nach einem geeigneten Platz, okay? Ja, ja, du kennst dich ja hier, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ich wohne ja hier schon was länger. Ja. Debitor kommt. Remi schreibt I und leftet. Schön. Ja, dann sieht man, wie sehr die sich lieb haben immer. Sehr, sehr lieb. Ja. Ja, ja. Guck mal. Ja. Leften sie zusammen. Genau. Ja. Er denkt sich, ohne Revi macht das Ganze keinen Sinn. Wenn der geht, dann gehe ich auch. Richtig. Wenn du jetzt vom Server gehen würdest, würde ich auch gehen. Wer ist noch drauf? Ruppel ist noch drauf. Tool für dich. Das gleich zwischen auch ab. Ja. Wir können ja Wetten entgegennehmen. Ja, wir müssen auch noch so ein kleines Wettbüro bauen. Ja. Wann wer auf dem Server leftet. Ja. Das wird das beste Wettbüro aller Zeiten. Oder wer wie lange auf dem Server bleibt. Ja, das glaube ich eher das, was wir brauchen. Ja, der Dach, mal, ne, was ich hier wollte, ist so unglaublich hässlich. Wenn ich jetzt falle, bin ich unglaublich tot. Ah, guck mal, ich sehe dich. Du bist da ganz unten. Was? Wo bist du? Ganz oben hier auf dem Berg. Guck mal nach rechts, nach links. Ach da! Jo. Hallo! Hallo! Ich guck grad mal hier, wo man hier vielleicht ein Baumhaus bauen könnte. Kommt ein Pfeil geflogen! Alter. Ne, das war, kann ich gar nicht schießen. Ich glaube, so weit kann man überhaupt nicht schießen, oder? Außer mit Weitschuss 3. Ne, war ein Scherz, es gibt keinen Weitschuss, das wird's auch. Ja, ich wollte gerade sagen, was laberst du denn? Hier drauf könnte man eigentlich bauen. Aber dann hätte man hier direkt... Ja, das ist irgendwie alles blöde für ein Baumhaus. Hui. Oh, ein Huhn. Ein Nasejuck. Also, auf dem Berg, das ist halt immer so ein bisschen komisch. Ja. Hui. Au. Man ja, könnte das, wie gesagt, da hinbauen. Aber dann müssten wir das da wegmachen. Ne, ihr wisst, was ich meine? Oder wir gehen da generell nach hinten hin. Kann man hier irgendwo runterspringen, ohne zu sterben? Nein. Nee, hier vorne, wo die Lava ist, da kannst du ihn. Ja, in die Lava reinspringen, ne? Sterbe ich ja nicht für Fallschaden. Ich spring jetzt einfach hier runter. YOLO! Ja. Oh, ich lebe noch. Kann ich wieder neue Treppen machen? Hier ist doch... Arsch ist das. Voll der Arsch! Voll der Arsch! Ah, reicht das? Ja, könnte reichen. Könnte. Ja, das Ding ist, wir könnten das natürlich genau in die Mitte der Stadt platzieren, aber ich will nicht, dass da jeder reinkommt. Weil das dann natürlich unser privates Baumhaus ist. Oh, ein privates Baumhaus? Oh, ein geheimer Gang. Wo führt der denn hin? Habe ich Kohle? Nein, aber da vorne war Kohle. Die nehme ich mir mit und dann baue ich mir ein paar Fackeln. Ich habe jetzt echt nicht so wirklich Platz für einen Baum gesehen, so, aber ganz auf dem Berg. Weiß ich, vielleicht hätte der von irgendwo hinter so rausragt, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie viel Kohle hier ist? Oh, wie viel Creeper hier ist! Hi, Creeper. Ah, hier kommt man hier runter. Cool. Oh, Creeper. Ah,
ich glaube. Oh ne, 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 halt, stopp. Was denn? Ah, ich habe mich hier gerade verbaut. Ich baue hier erstmal weiter, wir können ja dann gleich zwischen den Aufnahmen gucken, wo wir unser Baumhaus bauen. Quasi. Jo. Aber da wollen hinterher alle ein Baumhaus, weißt du? Ja, aber wir haben das Coolste dann. Wir können ja einen riesen Baum bauen und in dem Baum nochmal einen Baum. Baumception. Eben. Dann haben wir ein Baumhaus in einem Baumhaus. Ne, ein Baumhaus in einem Baum, der in einem Baum steht, in dem ein Baumhaus ist. Das hört sich sehr interessant an. Hashtag Baum des Todes. So. Das ist der Hashtag für diese Folge. Mal gucken, wer den benutzt. Hashtag. Ach, hier ist auch noch ein Dirtplatz. Ah, genau, jetzt weiß ich auch, wofür ich die Sachen geholt habe. oh ja, jetzt kann ich ja schon mal, wenn ich mal dabei bin, komm, mache ich auch direkt doppelt. Zack, zack. Oh, das ist gefährlich. Das ist. Was machst du denn? Sehr gefährlich. Ja, ich setze gerade das Dach drauf. Nur irgendwie, ja, weiß ich gerade nicht, wie ich da runterkomme, obwohl doch da an der Seite. Ja, locker. Guck mal, ich sehe dich. Hallo. Hallo. Winke, winke. So, hier, das muss ich auch noch... Oder lasse ich das so? Ne, ich mach's auf jeden Fall kleiner. Könnte ich, ich doch da. Ich brauch noch Holz, aber das lasse ich jetzt, glaube ich, erstmal... Obwohl, ich habe noch Bone Meal. Wie viel Holz brauchst du? Genug, weil ich brauche Rohholz. Wie viel Holz brauchst du? Weiß nicht. 2 Stacks? Nein, ne, 2 Stacks kann ich nicht geben. Ich kann dir 1 Stack geben. Ja, hier muss erstmal Licht hin, bevor das hier alles noch zu einer Monsterhöhle wird. Das wollen wir ja nicht. Hä? Ich will. Achso, nee, ist ja dein Haus. Ich meine natürlich, ich will das auf keinen Fall, nein. Dann spawnt bei dir ja Monster, das soll's ja nicht so, soll ja nicht so sein, ne? Entschuldigung, wenn ich die Nase jetzt ab und zu mal hochziehe, aber ihr wisst ja, nee, Pollen, macht nix. Pollen sind am Start und ich wünsche das keinem. Ja komm, dann obwohl es ist gerade dunkel, ne, ne, das wird zu gefährlich. Holz das zu farmen jetzt? Das ist mir zu gefährlich, ja. Ach, YOLO. Komm mal, no risk, no fun, das ist dein Motto doch. Vor allem, da kommen Creeper und zerbomben da das ganze Ding. Ne, 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 das muss nicht sein. Also ich habe mich jetzt quasi dazu entschieden, hier so eine kleine Küche hinzubauen. Deine Küche? Ja. Okay. Deswegen baue ich das hier mit dem und das andere mit dem anderen Holz. Wo habe ich das Holz? Da habe ich das Holz. Ich muss bald mal wieder Holz farmen gehen. Also das Dunkle. Spruce-Wood. So. Bitte? Das Dark Oakwood. Okay. Weil davon haben wir hier nämlich auch Bäume. Wir haben ja auch einen Dschungel in der Nähe. Oh, sehr praktisch. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. So, da kann ich dann hier noch so eine kleine Terrasse machen oder so. Und ansonsten... Ah, keine Ahnung. Erstmal Holz dahin machen. Und dann weiter gucken. Hier kommen auf jeden Fall Öfen hin. Ah, jetzt ist er geleftet. Auf jeden Fall noch in der Folge. Ah, jetzt hat er keine Lust mehr zu warten. Das ist traurig. Weil die weg sind? Ja. Ja, kann ich durchaus verstehen. Ey, da unten, da ist richtig Party. Wo denn? Hier, direkt unter mir, da laufen überall Monster rum. Sehe ich gerade nicht. Dann mache ich da, glaube ich, noch Holz so und dann mache ich hier so eine kleine Plattform, glaube ich, hin. Ich muss hier erstmal wieder aushöhlen. Holen, warte mal, zack, zack. Dann mache ich jetzt hier so einen Viererklotz drauf. Hier irgendwo muss ich dann auch, das mache ich vielleicht da drüben. Obwohl hier den Gang finde ich noch ein bisschen zu knapp. Nee, da möchte ich die Küche irgendwie anders haben. Vielleicht einen weiter nach da. Hm.
Ah, scheiße. Ich krieg so Brücken nicht so richtig hin. Kannst du Brücken bauen? Ich hab die von Skate da gebaut. Ach, die. Jo. Also ich guck gerade. Ach, die hast du mit Treppen und Half-Steps gemacht? Richtig, ja. Okay. Ich weiß echt nicht, wie ich das hier bauen soll. Kann man hier eventuell noch... Oder? Ja, kann man bestimmt hinterher noch ein bisschen abändern. Mach ich hier mal jetzt ein... Boah! Warte, ich hab echt das ganze Holz verballert. Richtig. Wie viel Holz hast du denn? Ich hatte irgendwie 4 Stacks oder... Ne, gar nicht. Irgendwie knapp 3 Stacks von dem hellen Holz. Noch ein paar Stacks von dem normalen Oakwood. Also viel, ja. Ja, doch schon. Recht viel. Aber ich würde sagen, das war's für die Folge, oder? Ja, einen Moment noch. Das Stückchen, das will ich hier noch eben fertig machen. Ah, du baust hier so eine Plattform. Na, die will ich aber auch noch ein bisschen runder gestalten. Was soll denn da drauf? Weiß nicht, einfach ein Ort zum Chillen und zum Grillen und so. Ah ja, dann. Und zum Runterfallen. Ja, das auch. Das ist immer toll. Runterfallen ist immer gut. So, warte mal. Dann muss ich hier, glaube ich, zack, 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 zack. Ja, so passt das. Ich höre schon wieder einen Zombie irgendwo. Ja, wie gesagt, die rennen dann die ganze Zeit fleißig durch die Gegend. Jetzt habe ich natürlich das Holz nicht mehr, was ich hier benutzt habe. Ich muss in der nächsten Folge echt mal Holzfarben gehen. Na, komm ich mit. Gut. Dann komme ich mit. Half-Steps habe ich jetzt gerade nicht, aber das kann man hier später noch so hinmachen. Ja. Auf jeden Fall muss ich dann noch Stützen nach unten hinbauen, weil sonst sieht das ein bisschen kacke aus, wenn da auf einmal so eine Plattform rumschwebt. Bisschen, ja. Muss auf jeden Fall noch gucken, ob ich hier irgendwo... Ey, chillt eure Base, Alter. Wenn ihr weiter an meine Tür klopft, seid ihr tot. Du dreckiger Arschloch, Alter. So, das ganze Zeug mal hier in die Kiste hauen. Guck mal, hier noch irgendwas ist. Ja, das passt. Hier ist noch viel von dem Holz, aber nichts von dem, was ich jetzt brauche. Hier? Kann ich denn jetzt hier runterjumpen ins Wasser? Ja, easy. Hui! Oh, aber bei dir ist ein Creeper. Bei Skelette, glaube ich. Bei mir ist alles, Alter. Ja. Da kommt auch noch ein Zombie angeschwommen, Alter. Lasst mich! Hilfe! Lass ihn in Ruhe. Oh, schon wieder ein Zombie. Hi! Schön, dass du da warst. War gefährlich hier. Ja. Mama! Oh, ich werde beschossen. Ich werde dich retten. Wo bist du? Ja, ich bin schon bei dir zu Hause jetzt. Achso, okay. Was machst du bei mir? Bin geflüchtet. Okay. Kannst bei mir Zuflucht suchen. Da, der ist auch platt. Hä? Ach. Sehr schön. Cool Haus hier. Immer. Obwohl, ausgeleuchtet hast, hat er eigentlich ganz gut. Ja. Bisschen. So. So. Jetzt ist hier oben noch besser ausgeleuchtet. Was hast du gemacht? Fackeln. Ja gut, jetzt ist hell. Hier draußen ist auch Licht, komisch. Ja gut. Du wohnst ja auch direkt an so einem Hang, wo die alle runterkommen. Ja. Aber wo genau die herkommen, gefährlich. Erörtern wir dann in der nächsten Folge. Ja, gut, dann machen wir hier an der Stelle erstmal Feierabend, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.